So, hier zeige ich jetzt noch einmal, was in der letzten Folge geschah. Syl hatte am Ende der letzten Folge dieses Wesen mit Namen Nemesis besiegt in einem sehr wilden Kampf, wie ich finde. Er war an Häusern mitten langgelaufen, hochgelaufen und hat sie am Ende dann doch noch irgendwie infiziert, hat ihr was reingesteckt in den Arm und daraufhin ist Syl umgekippt. Und dann kam dieser Typ. Interessant. Du hast mir einen Gefallen getan. Dieses Arschloch. Miss Valentine. Tja. So, und wie geht's jetzt weiter? Ungefähr einen halben Tag später. Jill! Hey, sag doch was! Verdammt! Tyrell, hörst du mich? Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bring sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Barth sie retten. Okay, ich treff dich da. Halt nur durch, Superkopf. Das wird schon. Werde ich, Jill. Ich hole dir diesen Impfstoff. So. Du wirst schon wieder. Versprochen. Und jetzt bin ich hier mit Carlos im Hospital angekommen. Syl liegt da auf dieser Liege. Da liegt sie so rum. Ja, ich kann hier erstmal ein bisschen Platz machen. Gut, das müsste erstmal reichen. Ja. Das war jetzt so ein kleiner Cliffhanger, den ich letztes Mal gemacht habe. Weil ich mir gedacht habe, okay, das passt gut. Hätte normalerweise hier beendet. Aber jetzt fange ich halt hier neu an. Und mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Tja, sie liegt auf der Liege. Liegt da rum. Carlos könnte jetzt ohne Probleme. Aber nein, so gemeint ist er nicht. Oh, was war denn hier? Sturmgewehrmunition. Ja, ich kann sie ja mitnehmen. Man weiß ja nie. Heilung habe ich auch noch dabei. Gut. Das reicht dann erstmal. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. Du bleibst hier schön liegen, ne? Ich komme dann in ein paar Minuten wieder. So. Ha. Sind wir also von da angekommen.
Interessant. Tyrell, wo ist Bart jetzt? Muss im Labor hinten sein. Halt durch, bin unterwegs. Verstanden. Carlos, over. Okay. Kalte Getränke, aber ja, da kommt nichts raus. Weder Cola noch Sprite noch sonst irgendwas. Oh, Erste-Hilfe-Spray. Mitnehmen, natürlich. Was haben wir denn hier? Sturmgewehrmunition. Okay. Hier ist eine Karte. Hier ist im Moment alles blau. Hier gibt es nichts zu finden. Kann also bei der rechten oben durchgehen. Ja, hier ist eine Kette vor, aber so ein Schneidedings hier, Kettenaufbrecher, haben wir nicht. Und mit Messer geht natürlich auch nicht. So, eine Frau mit einem Baby, wie schön. Hoffe, die leben noch. Aber ich glaub's nicht. Gut, sonst ist hier ja nix. Carter Mount, warum auch immer. Okay, dann guck ich mal, gehe ich jetzt hier durch. Die liegt ja noch, okay. Und dann hier hoch. Mal sehen, was mich hier noch erwartet. Aber die Karte hier kann ich nicht mitnehmen, da kann ich sowieso nicht durch. So. Ein Herz an der Wand. Bumpidum, bumpidum. 24. November, okay. Au. Da ist wieder jemand. Und einer klopft da irgendwo gegen. Ich hab keine Zeit dafür! Nee, ich auch nicht. Nee, der kriegt sein Getränk da nicht raus. Oh, da steht da noch einer auf. Drei jetzt wieder in einen Raum. Na toll. Oh, und ihr wisst nicht so richtig, wo sie hin sollen oder was? Oh Mann, Eierdonkey. Na? Und du? Okay, der liegt auch. Ja, das tut weh, ne? Messer gegen den Kopf. Das macht Aua. Huch, da kommt ja noch jemand. Sag mal, wo kommst du denn her? War vielleicht auf Klo oder was? Lässt du das wohl nach mir? Also. Oh, einmal daneben geschossen. Geschossen. Ja. Okay. Und. Bleib doch liegen. Na gut. Wo hat denn der andere Polizist seinen Kopf da? Der leckt ihr Popo oder was? Na egal. Sowas soll es ja auch geben. So. Dann knall ich noch einmal hier drauf. Komm mal her. Bam. Du stehst ja noch. Jetzt nicht mehr. So, sicher, sicher.
Und ein rotes Kraut. So, hier kommt man nicht rüber. Ist ein bisschen merkwürdig. Ach so, die haben das hier zugestellt. Gut, das erkenne ich da nicht sofort. Oder erkennt man nicht sofort. Wie auch immer. So, was ist mit dir hier an der Wand? Natürlich. Der hat nur ein Nickerchen gemacht. Mein Gott, bleib doch einfach mal liegen. Alter. Ach, du bist so hässlich. Jetzt leg dich doch hin, ey. Meine Fresse. So. So, was läuft dir denn da jetzt schon auf? Okay. Nee, was haben wir hier? Ah, da müsste man wieder einen Schlüssel für haben, aber den haben wir nicht. Keine Ahnung, ob dann sie noch was machen kann hier. Wenn sie wieder gesund ist. Keine Ahnung. Aber die muss ja überleben, weil das eine war ja irgendwie nur ein Albtraum, den sie hatte. Na gut, mal gucken. Nein. Ich höre wieder so einen Wackeldackel. Ach, da bist du. Du bist ja leicht. Na. Alter. Der braucht sich nicht treffen lassen, du. Willkommen beim Büro von Dr. Nathaniel Bachen. Bitte sprechen Sie Ihr Anliegen deutlich ins Mikrofon. Was? Was willst du von mir, Alexa? Oder wer du da immer bist. Okay. Ein Pflegetagebuch. Jeden Tag bringen wir weitere von diesen Patienten mit der rätselhaften Krankheit. Die Beruhigungsmittel stoppen ihr Delirium nicht. Deshalb müssen wir sie in Zwangsjacken stecken und sie in den Isolationsflügel transferieren. Das Problem ist aber, dass der Isolationsflügel bereits aus allen Nähten platzt. Der Direktor hat uns befohlen, jeden mit Symptomen hier kostenfrei aufzunehmen. Aber was erwartet er von uns? Sollen wir ihnen gute Besserung wünschen? Wir haben keine Heilungsmethoden. Ah, wir haben keine Heilungsmethode. Ja, also was sollen die denn machen, ne? Wenn die davon so viele aufgenommen haben und eigentlich keinen Platz mehr haben. Das ja, gut. ich wüsste auch nicht, was man da machen soll. Mal gucken, wie geht es denn weiter hier. Und das ist noch nicht alles, was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht von normalen Bestattungsdienst mitgenommen. Man hat uns gesagt, es sei eine Sonderabwicklung, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das abkaufe. Naja, muss auch nicht. Miranda hat gesehen, wie einige Typen nach einer Leiche durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Aha. Durch die verbotene Tür. Was ist denn das für eine Tür? Und wo ist die? Okay.
Und das noch was ab. Gut. Ein Kassettenrekorder. Naja, so ein Diktiergerät halt. Da führt ja bestimmt wieder irgendwas, Batterie oder sonst was, damit man das zum Laufen bringt. Oder wie sieht das hier? Okay. Da kann man es anstellen, sogar bezahlen. Okay. So, was bist denn du hier? Achso, muss da was gemacht werden. Habe ich natürlich. Dr. Barth, sind Sie da drin? Nicht. Ich bin hier, Sie zu retten. Öffnen Sie die Tür. Stimmenmuster nicht gefunden. Stimmenmuster? Was für ein Sci-Fi-Mist ist das denn? Tja. Vielleicht von diesem Doktor, dass wir da die Stimme brauchen. Grünes Kraut. Vielleicht irgendwie auf Kassette aufnehmen oder so. Wer klopft denn da jetzt wieder? Hallo? Ach Gott. Ja, ist klar. Würde mich nicht wundern, wenn die anderen auch noch die Farbe gebrochen kommen. Bestimmt, wenn ich irgendwie die Kassette oder was Wichtiges gefunden habe. Da ist eine fette Sau oder was? Bam! Da ist der Kopf weg. Wer kennt das Lied nicht? Da fliegt mir doch der Kopf weg. Bum, 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 bum. Ja. Na gut, dann ich mal. Ja, lalalala, lässt du das mal nach, Mensch. Ich glaube, der wollte mich küssen. Aber ich stehe nicht so auf Zombie-Küsse. Da kommt er ja wieder hoch, Mensch. Okay. Kannst dich gleich wieder hinlegen. Holla. Ey, der eine klopft da gegen die Scheibe, ey. Oh Gott! Ah, mein Fuß, Mensch! Hallo, sag mal! Was ist denn jetzt ja kaputt und so? Schnapp die noch nach meinem Fuß, ey. Ja, ist ja gut, man kommt ja nicht rein. Da ist noch so eine Kiste zum Aufmachen. Ja. Na gut. Pistolenmunition. Das mit der Karte sowie diese komischen Koffer, die man da aufmachen musste. Was haben wir denn hier? Sturmgewehrmunition. Hallo? Ist hier jemand? Da geht's nach oben. Da ist ein grünes Kraut. Hm. Ja,
Da ist eine Tür. Okay. Ach, die geht nicht auf. Gut. Aha, die ist also rot. Ein einfaches Schloss. Ich baue dir ein Schloss, das du nicht aufkriegst. Nein, hier komme ich nicht durch. Da ist ein Teddy. Können wir doch mitnehmen und vielleicht an Kinder verschenken oder so. Wenn es hier noch welche geben sollte. Aber ich glaube nicht. Das Einzige, was hier, oh Gott, im Krankenhaus ist, sind irgendwelche Zombies und, ja, und Tote und so, und Untote und Untote Tote oder so, wie auch immer. Da fallen sogar die Toten von oben runter. Wahnsinn. Ausgang? Warum ist hier oben ein Ausgang? Da komme ich nicht durch, also muss ich die Tür benutzen. Hi. Liegst du nur so da, oder? Der hat sich ausgeruht. Okay. Wo bist du? Hallo? Lauf doch nicht weg. Na komm her. Bam. Und bam. So. Ja, ja. Bleib liegen, Alter. Deinen Beruf muss jetzt jemand anders machen. So. Ui. Was ist hier? Ah. Pistolmuni. Gut. Eine Tür, da ist eine Tür, unten ist eine Tür, links ist noch eine Tür. Ah ja, ja, hier sind so viele Türen. Da ist die Tür. Da oben ist es so hell am Himmel. Scheint wohl der Mond zu sein. Irgendwo klopft jemand an der Tür. Entweder wieder jemand rein oder aus. Der ist von hinüber. Gut, hier ist rot. Tür wackelt auch. Gleich von zwei Seiten. Hallo, lass doch die Tür heim. Ein Safe. Ich hab die Nummer nicht. Okay. Und da legt sich wieder hin.
Immer schön in den Kopf rein mit dem Messer. Gehen die Kopfschmerzen weg, weil der da Luft dran kommt. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was mit der vermissten Kassette von Dr. B. passiert ist. Dr. Bob! Sein Forschungsassistent hat sie mitgenommen. Einer meiner Patienten sah Abbott etwas von einem Spind in der Schwesternstation mitgehen und damit zum Behandlungszimmer laufen. Ich werde während der Nachtschicht versuchen, rauszuschleichen und mich umzusehen. Bleib du einfach cool und mach weiter deinen Job. Genau. Dr. B., also Dr. Bob. Mir ist es egal, wie wichtig Dr. B. für die medizinische Gemeinschaft ist. Diese Art von Belästigung ist nicht okay. Ich verspreche, ich lasse sie die Beweise nicht zerstören. Er ist ein Schwein und ein Adler. Die ist aber gemein, die Person, die das gesagt hat hier. Bleib tapfer, bleib stark, genau. Ja. Noch am Ende. Ja? Oh, hi! Ich krieg Besuch. Okay. Etwas früher als ich dachte, aber okay. Hallo, blauer Zombie. Du kannst den Safe da bewachen. Moment, nachladen. Oh Gott. Na, kippst du jetzt mal um. Okay. Nochmal kurz zustechen hier. Oh, Digga. Moment, bei dir komme ich von hinten. Gut, ich mache dann erstmal eine Folgenpause. Und mache dann nächstes Mal weiter. Dann sage ich, ja, mach's gut. Mach dir noch einen schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer. Wir kommen nicht durch. Und dann bis zur nächsten Krankenhausfolge hier bei Chris, bei Resident Evil 3. Bye, bye.